Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. In der letzten Folge sind wir da doch relativ zügiger als ich dachte, um den Berg drumherum gelaufen. Und ihr habt mir jetzt auch mittlerweile geschrieben, dass die Spitzhacke, die mir noch fehlt, da kommt ein Vogel entgegen, auf der Ostseite der Insel in irgendeiner Höhle zu finden ist. So, jetzt war natürlich meine Frage. Ich weiß nicht, habe dann auch nachgefragt. Ich habe jetzt nicht nochmal geschaut. Also nochmal geschaut, ob dann schon geantwortet wurde, auf meiner Ostseite der Insel oder auf der richtigen Ostseite der Insel. Ich vermute oder ich hoffe und denke, weil wir da jetzt selber noch nicht so viel gefunden haben, die Ostseite für mich ist halt da hinten, die Ostseite, obwohl das theoretisch die, naja, da drüben Westen, Südwesten, Westen irgendwo ist. Theoretisch. Richtig. Entschuldigung, du Arsch. Da ist er. Scheiße, hat er mir direkt einen Rüstungspunkt abgezogen. Na, wartet. So, wir gehen jetzt. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Oh. Jetzt das Reh überfahren? Nee. Es hoppelt noch davon. Na gut. Das war ja knapp. Hui, Geld. Kein Schwein braucht das Geld. Könnte man das Geld nicht zum Anzünden oder irgendwas benutzen? Da war doch irgendwas. Ja, was mir jetzt wieder fehlt, das ist ja leider, hat ja unser ehemaliger Begleiter den Geist aufgegeben. Neulich am Himmel, am Firmament ist er einfach in sich zusammengefaltet, zusammengefallen. Wir sind dann runtergeflogen und auf einmal war mein Gleiter weg. Deswegen bräuchten wir einen neuen. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, wo ich noch einen herbekommen könnte. Ich habe die Vermutung, dass drüben, oben, Moment, oh, da nicht ins Loch fallen. Hallo. Drüben, oben am Berg, da wo dieser eine See ist, bei der, dieser eine zugefrorene See, da stand doch, glaube ich, noch ein Gleiter rum. Huch. Und eventuell auch hier noch in Küstennähe. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich den hier in Küstennähe schon mal mitgenommen hatte. Oder nicht. Oh, was ist hier los? Naja. Auf jeden Fall, wenn wir zu Hause sind, wir begeben uns jetzt so ein bisschen, naja, schon mal auf dem Heimweg. Müssen wir noch so ein paar Dinge bauen. Vielleicht sehen wir dann auch Virginia mal wieder. Die haben wir jetzt lange nicht gesehen. So. Ich würde aber schon mal versuchen, dass wir eventuell direkt nochmal irgendwie an Gleiter rankommen. Das wäre halt ganz geil. Also so zwei Optionen hätte ich noch, wo ich noch im Kopf habe, dass da zumindest immer einer rumstand. Denn den ich jetzt die ganze Zeit Sprung ja, dabei hatte, das war glaube ich der von unserer alten Basis aus. Direkt so ein bisschen nördlich an der Felswand. Wieso habe ich den Schachtelhalm-Samen gerade gesammelt? Weil ich den Busch umgefahren habe davon oder was? Oder die Pflanze? Aha. Oh, Sprung! Glück gehabt. Komm hoch. Falsche Richtung. Da lang. So. Genau, also entweder hier unten an der Steilküste, da liegt noch hinten irgendwo einer rum. Ah, das ist ja interessant. Oder halt drüben bei dem See, bei dem zugefrorenen See. Da waren wir auch nicht vor allzu langer Zeit. Vor drei Folgen, vier Folgen oder irgendwie sowas. Und könnte schon sein, dass der dort noch rumsteht. Weil den hatte ich, glaube ich, nicht mitgenommen. Also wenn wir zu Hause sind, könnten wir. Oh, da hätte ich jetzt fast noch einen Waschbären überfahren. Du meine Güte. Da könnten wir von mir aus auch eher da nochmal rüber, weil ich glaube, da ist die Chance höher, dass der Gleiter dort noch rumsteht. Na, guck mal. Na gut, das haben wir alles voll. Hier ist noch eine Kiste. So, na gut. Das haben wir alles voll. So. Warte mal, da hinten ist die Sonne. Ja, okay. Ich war gerade so ein bisschen sehr kreuz und quer. Ich weiß, es ist nicht direkt strikter Weg nach Hause gewesen. Weil ich unterwegs dachte, naja, könnten wir doch runter nochmal zur Steilküste. Ah, oh, fuck. Au.
Nein, nein, komm her. Voll gegen den Felsen gesprungen. Das tat bestimmt weh. So, und los geht's. Und hüpferchen. Nein! Au, okay. Ich glaube, so heftig haben wir uns da nicht auf die Fresse gelegt. Wo ist er denn hier hängen geblieben? Ja, an dem kleinen Stein. Ich wollte nämlich in dem Moment springen. Vielleicht war das gerade der Fehler, weshalb er hier kurz abgestiegen ist und sich den Boden mal genauer angeschaut hat. So. Oh Mann, ich sollte es echt lassen. Also wenn ich das Ding nach Hause gebracht habe, gefahren, getragen, was auch immer, rühre ich das Teil wahrscheinlich zum Fahren eher weniger an. Ja, sehr gut. So. Ich glaube, hier auf unserer Seite der Insel, da dürften wir eigentlich, also denke ich jetzt zumindest, das hier weg da. Na toll, Rüstungsteil weg. Dass hier nicht nochmal irgendwas ist. Vor allem, ich hätte auch einfach vom Flughafen aus, hätte ich ja ganz genau gewusst, wie wir nach Hause kommen. Aber da hatte ich noch kurz überlegt, halt runter zum Strand zu fahren. Deswegen fahren wir jetzt so einen kleinen Bogen. Aber keine Sorge. Wir finden noch relativ zügig nach Hause. Hier waren wir auch schon, ne? Hier hängt doch. Hier sind doch die, die ich so lange gesucht habe. Könnt ihr euch erinnern? Seile können wir doch bestimmt mitnehmen, oder haben wir die voll? Ja, die haben wir voll. Wenn ich sie wegstecken möchte, dann wirft er das eine weg. Okay. Huch! Oh, da kamen die Fledermäuse raus. Und los. Es ist hier aber auch. Komm mal her. Müssten halt nochmal so eine Seilbahn nochmal ein bisschen höher auf dem Berg bauen. Also ohne Gleiter fehlt einem schon echt enorm was. Gerade halt für die. Also wir bräuchten den nicht zwingend, aber mit dem kommen wir erstens ein bisschen schneller voran. Und zweitens kann ich mir dann auch nochmal andere Teile der Insel, gerade von mir, also für mich, meine Ostseite nenne ich es jetzt mal, und die andere Seite drüben auch noch mal ein bisschen genauer anschauen oder einfach aus der Luft, was so die Übersicht ein bisschen besser macht für mich, dass ich einfach mehr sehe. Hat er keine Ausdauer mehr. Was essen könnte er eigentlich auch mal? Komm, eine kleine Futterration in den Rachen gekippt. Lecker. Ja, hatte ich mir gedacht, da liegt er. Wenn ich das Teil in der Hand habe und ich rufe das Inventar auf. Ist hier noch was? Dann legt er das Teil ab. So, also wir sind jetzt schon relativ zu weit oben am Berg, genau, weil hier der Schnee beginnt. Aber wir gucken mal ein bisschen rum. Vielleicht steht ja hier irgendwo noch mal einer in der Gegend rum. Weil die Gleiter ja schon eher dort stehen, wo man sie dann auch selber gut gebrauchen kann. Ja, warte mal, ich glaube, mir fällt sogar noch eine andere Stelle ein, wo einer sein könnte. Aber die Stelle ist hinterm Berg noch ein Stückchen weiter weg als der Gleiter, der am See noch rumstehen müsste, da hinten an dem zugefrorenen See. Also auch eher nicht so praktisch. Aber wer weiß, vielleicht steht ja hier trotzdem auch noch mal irgendwo einer rum. Aber wir müssen doch hier unten auch dann schon irgendwo bald wohnen. So weit ist es doch nicht mehr weg. Ha! Jawohl! So, wenn ich jetzt elegant hier mit dem Einrad
Ich leg's mal kurz hier hin. Bitte nicht runterfallen. Na, danke. Mal kurz mit dem Fernglas mal schauen. Ich glaube, auf die Entfernung würden die auch nicht angezeigt werden, falls hier irgendwo einer rumsteht. Wäre jetzt so lustig, man dreht sich mit dem Fernglas so einmal um sich drum rum und an einer Stelle dann auf einmal ganz, ganz nah so ein Eingeborener vor allem. Oder ein Mutant. So, na gut, komm, wir gehen mal nach Hause. Okay, sehen wir irgendwo was? Und? Ach so, warte, oh nein, hab ich, Gott sei Dank. Hätte jetzt sein können, dass das Teil hier, ach, lol, ist ja mega witzig. Hier ist sogar, konnte man nicht auf dem Ding die, ach, das geht nicht, tatsächlich nicht, okay. Ich habe gedacht, das geht. Ging das nicht mal, dass man auf dem Einrad die Seilrutsche nehmen konnte? Na gut. Okay. Da hat er sich jetzt nicht hingelegt. Ach du Scheiße. Och nö. Machen die denn schon hier? Fuck. Das ist die falsche Richtung. Na gut, wir haben zu Hause noch. Da ist auch noch einer. Mist. Wir haben zu Hause noch zwei Fallen, die wir noch nicht an den Gegnern getestet haben. Da, da hinten ist er. So. Habe ich das Ding auch endlich irgendwie nach Hause gebracht. Immerhin haben wir das noch geschafft. Also falls wir nochmal irgendwie eins brauchen, hätten wir eins da. So, da ist diese Schleuderkugel. Da ist das andere Drehteil. Nein. So, wunderbar. Okay. Dann packe ich das Teil. Vielleicht lege ich es mit in die Hütte. Ist Kelvin eigentlich da? Wäre lustig, wenn er und Virginia jetzt hier zugange wären auf dem Bett. Nee, also das macht der Kelvin nicht. Das nutzt er, glaube ich, nicht aus. Hier unter seinem Trophäenbett. Ist ja seins, ne? Wir schlafen ja hier hinten. Wir haben nur zwei kleine Stinktier und Eichhörnchenköpfchen. Der hat aber ein bisschen mehr. So, auf jeden Fall können wir jetzt endlich mal dieses eine Teil hier hinten fertig bauen. Mit den Schildkrötenpanzern. Achso. So. Oh, wow! Gott sei Dank habe ich das Wasser erwischt. Das ging ja doch sehr viel schneller nach unten. Okay, wow. Ja, das ist meine Abschussrampe, wenn wir doch nur einen Gleiter hätten. Alter Schwede. Okay, das ging viel, viel, viel weiter nach oben, als ich gedacht hätte. Krass, okay, das ist echt gut. Achso, muss ich das wieder aktivieren oder ist das... Nee. Da könnte man doch bestimmt auch Gegner drüber locken, oder? Ah, Kelvin, er sammelt wieder Stöcke. Okay, na wunderprächtig, hier unser schönes Kreuz. Wir haben ja jetzt noch ein paar neue Sachen. So, das Teil brauchen wir. Dient das eventuell auch als Bettersatz? Ich weiß noch nicht. Dafür wäre halt so eine Gruft oder irgendwas. Wäre halt, oder so eine Grabkammer. Wäre mega cool. Aber möchte ich jetzt hier nicht mehr anfangen zu bauen, ehrlich gesagt. Huch. Soll ich mal hier in die Ecke bauen?
Hier drunter. Wenn ich eh nichts mehr koche, könnte ich die Sachen da hinten auch eigentlich wegnehmen. Ja, ist alles nicht so geil irgendwie. Wir brauchen dafür auch viele Knochen. Wir haben hier nicht mehr so viele. Ein paar haben wir noch im Rucksack. Aber wie viele Knochen braucht man? 40 oder so? 33. Ja, gut, das kriegen wir nicht mehr zusammen. Hier hinten wäre ein bisschen Platz dafür. Ja, oh Mann, 25 Steine. Stimmt. Na gut, also da haben wir aber hier genügend auf jeden Fall. Ah ja, 4 Stück könnte ich ja auf einmal tragen. Seht ihr, schon so lange die Steine nicht mehr zu bauen in der Hand gehabt. So. Lass mal da ringsrum alles bauen. Aber das ist ja mal mega krass. Also, es war noch bestimmt fast 100 Meter, oder? Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Startvorrichtung für einen Gleiter. Das muss ich sagen. Und für anderen Schabernack, den man damit... Ach, das ist noch ein altes Feuer hier, den man damit treiben könnte. So, 13 noch. Da bauen wir schon mal das, was wir bauen können. Für die Knochen müssen wir uns dann nochmal bei unseren netten Nachbarn bedienen. Da müssen wir nochmal fragen, ob wir nochmal Mehl, Eier und ein paar Knochen eventuell von denen bekommen können. Ich hoffe, wir haben jetzt mal heute Morgen vielleicht hier zu Hause Ruhe, dass ich hier in Ruhe das Zeug alles nochmal bauen kann. Letzter großer Stein. Und dann gucken wir, was brauchen wir als nächstes? Bestimmt schon die Knochen. Ja, 17 Knochen fehlen. Ein paar haben wir hier noch, aber das reicht vorne und hinten nicht. Nee, 4 Stück. Verdammt. So, macht aber nichts, da kommen wir schon ran. Hey Calvin, huhu. Warte mal, da fällt mir doch was ein. Ich könnte ja mal wieder. Oh. Kurz am Herzinfarkt vorbei. Ja. Das war wirklich eine Meisterleistung. Diese. Warte mal, hier wollte ich hin. Die Plane holen, weil ich da nicht mehr so viele bei habe. Diese Scheißfalle direkt vor die Eingangstür zu bauen. Das musst du dir auch erstmal erlauben können. Uiuiui, so knipper das Ding hier oben mal wieder fest. Wie war das so? Vorsicht, Kelvin. Hey, Kelvin, grüß dich. Ich hätte noch mal eine neue Klamotte für dich, Pater Kelvin. So, pass auf. Und zwar, was können wir denn ihm alles geben? Oh. Versicherungsvertreter Kelvin? Nee, aber so ein Karo-Muster da, das gefällt mir aber nicht. Nö, nö, die Priesterkleidung, das ist schon richtig. Oh, wir sind ja auf einer Mission hier. Wir verbreiten die frohe Botschaft. So, Kelvin, kommst da rein, wenn du fertig bist mit Ausruhen, ne? Dann gehen wir zusammen erstmal schlafen. Und dann haben wir hoffentlich über Nacht unsere Ruhe vor diesem Gesindel, was hier überall in der Gegend rumkreucht und fleucht. Und ich hoffe, das bleibt mir erhalten. Ich räume es mal ein bisschen beiseite. Der Fisch, der trocknet nie, oder? Kann das sein? Ist das ein Bug oder? Jetzt isst er den so, verdammt. Nö, passt. Ist überhaupt gar kein Problem. Doch, warte, ich speichere erstmal, bevor ich jetzt hier schlafen gehe. So, ab ins Bettchen. Ist jetzt wieder früh oder ist.
Oder ist noch Nacht? Weil Gegner sind. Das kann ich jetzt leider gerade nicht entziffern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sonne gerade aufgeht. Nee, es ist immer noch die. Ist immer noch der Tag. Also. Ich kann es jetzt gerade nicht erkennen. Nee, die Sonne scheint schon noch am Berg dran. Also, der hat jetzt nicht geschlafen, aber. Ja, Kevin, probier mal, aber musst dann darauf achten, dass du im Wasser landest, sonst ja, müssen wir neue Beine bauen aus den Knochen, die wir hier noch rumliegen haben. Also geschlafen hat er jetzt, glaube ich, nicht. Ich kann aber auch nicht nochmal schlafen. Also hat er doch geschlafen jetzt, oder was? Man kann ja nicht mehr so schnell hintereinander schlafen. Aber es wird doch jetzt erst dunkel, oder? Ey, ich kann es gerade überhaupt nicht entziffern. Das ist so 50-50. Na gut, pass auf, Folgendes. Wir brauchen eh noch ein paar Knochen. Wir können ja beim Nachbarn nochmal klingeln. Die haben da ja oben ihr Lager. Da stand vorhin noch eine andere rum. Eventuell kann ich den nochmal klein kloppen. Hier wandeln schon ein paar rum, ne? Sind jetzt sogar ein paar mehr. Ja, schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Shit. Ach, komm. So auch. Sehr clever. Da ist auch so ein Kotzoper dabei. Ich muss mal gucken, ob ich meine zwei Pfeile finde, die ich hier hinten irgendwo hingedonnert habe. Nee. Wenn ich den klein kriege, hätten wir direkt nochmal Mutantenrüstung. Komm mal her hier. Ah, shit, ja, das war mega dumm. Scheiße. Fackel. Aha, das ist wieder nicht die cleverste Idee gewesen. Naja, macht ja nichts. Wir haben noch ein bisschen Rüstung im Inventar. Also die olle Mutantenrüstung ziehe ich mir direkt mal drüber. Achso, wir hatten sogar noch. Echt? Hatte ich noch so viel Mutantenrüstung bei? Lol. Das wusste ich gar nicht. Wo ist denn jetzt der Kerl von gerade hin? Ach, hier. Mal ein Feuerchen. Hat das jetzt. Nee, hat er nicht. Jetzt hat er es angebrannt. Okay. Kann ich den auch anheben? Nee. Kann man die eigentlich auch verbrennen? Probiere ich jetzt mal. Das weiß ich gar nicht. Aus dem Kopf bestimmt, oder? Ja. Ach, wie schön. Endlich mal wieder ein Lagerfeuer. Wie toll. Ich hätte vielleicht auch gerade statt der Mutantenrüstung die normale Rüstung anlegen können. So, sehr schön. Wir haben jetzt genau alle Knochen für das Teil. Das ist ja schon mal super. Ja, ich glaube, die Sonne geht nach wie vor unter. Der Sonnenaufgang, der sieht besser aus. Oder anders aus. Wird das hier noch was, oder? Na, viel mehr Knochen kann ich eh nicht mitnehmen jetzt. Von daher.
Aber ich kann den mit drunter nehmen. Warte mal. Ach so. Na gut, komm. Iss mal ein. So, da kann ich nämlich unten die... habe ich noch genug Stofftücher? Entschuldigung, dass ich sie da andauernd aus Versehen fallen lasse. Da kann ich nämlich die anderen Knochen platzieren. Da können wir ihn nochmal wegräuchern hier. Und kann ich den hier an die Seite... Oh Mann, das wäre auch... Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, das Guten. Wenn man die Herrschaften hier auch noch ans Seilgerät hängen könnte. Dann haben wir noch mal ein paar. Wir brauchen eh noch mehr für noch mehr Knochenrüstung. Ja, die hätte ich gerade eher anlegen sollen als die Mutantenrüstung, weil die Mutantenrüstung bzw. Knochenrüstung kann ich mir eher noch mal herstellen, als ich vermutlich Mutantenrüstung finden würde. Dass ich dann einfach noch mehr auf Reserve bei mir hätte. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Warte mal, doch, wenn ich die goldene Rüstung kurz anziehe, dann wirft er doch alle anderen Rüstungen erstmal ab, oder? War das nicht so? Das war wieder knapp. Hi, Kelvin. So, komm mal her. Da solltest du eigentlich hin. Und wieder das Blut nochmal rausgespritzt kam. Aus dem Arm und aus dem Bein. Okay, dann haben wir jetzt das. Da fehlt einer. Da sollten wir doch aber, ich habe doch hier drin welche. Vorsicht, Kelvin. Vorsicht. Ach du meine Güte, Kelvin ist Gott sei Dank feuerfest. Habe ich nicht hier die Autobatterien auch mal welche gelagert? Nee, echt nicht. Nee, das waren die Druckerpatronen da oben. Ah gut, er macht sich's bequem. Das gefällt mir so an dir, Kelvin. Du ziehst sein Ding durch. Egal, was die anderen sagen. Ja. Klasse. Direkt ins Feuer gelatscht und ich sag's noch zu Kelvin. Es ist aber nicht so schlimm. Wir haben nämlich da weiter hinten, da sind ja die anderen Golfwagen. Da können wir mal hinlaufen. Es wird auch ewig nicht dunkel, habe ich den Eindruck. Also auch vorhin? Vorhin, letzte Folge? Also gefühlt seit zwei Folgen, also seit knapp zwei Stunden, ist jetzt schon Tag. Normalerweise ist der Tag nur eine Stunde lang. Ich habe da auch nichts verstellt oder so. Also finde ich jetzt nicht schlecht, wenn es länger hell ist. Im Gegenteil, das finde ich ganz gut. Aber wundert mich doch ein bisschen. So, hier hinten ist irgendwo der andere Bunker da unten. War er? Und da können wir da nochmal bestimmt eine Golfwagen oder Autobatterie mitnehmen. Die liegen doch immer hier rum. Und dadurch, dass sie draußen rumliegen. Ja, sehr gut. Hier sind zwei Spitze. Da ist noch eine dritte. Könnte sogar jetzt theoretisch eine vierte mitnehmen, wenn ich eine in der Hand behalte. Na gut, sind nur drei. Ja, spitze, dann kriegen wir dieses Teil, was auch immer das sein soll, schon mal fertig. Und wenn ich mich da vielleicht kann ich mich da mit der goldenen Rüstung reinlegen. Und die wird dann, ach so, wird die dann elektrifiziert oder aufgeladen oder sowas vielleicht? Ha. Weil wofür sonst sollte die Batterie gut sein? Oder die vier Batterien? Naja, das finden wir gleich raus. Da gibt es jetzt so ein neues, ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, habe aber selber noch nichts an Gameplay von dem Spiel gesehen. Aber zumindest scheint das wohl ein bisschen höhere Wellen zu schlagen. Dieses Pax Dai, das sieht mir auch wie so ein Survival-Spiel irgendwie aus. Spielt das gerade jemand von euch oder hat es mal angetestet? Wenn ja, wie kommt es an? Wie findet ihr es? Was macht so auf den ersten Blick, was ich mal kurz auf Bildern gesehen habe?
habe dazu noch keine Videos oder Gameplay großartig gesehen. Sah das jetzt so gut wie so ein typisches Survival-Spiel halt, ne, wie es schon Dutzende davon gibt, aber trotzdem ist ja manchmal einfach doch ein bisschen frischer Wind ganz schön. Also, ja. Ach so. Oh nein, 12 Solafit. Einmal die Rüstung. Ah. Und dann muss ich das Ding anschalten. Ah, okay. Okay, cool. Das meintet ihr mal, das ist mit, um die Rüstung zu verbessern. Das, also nur, also in dem Sinne schrieb das mal jemand, dieses Solafit brauchst du später, um die Rüstung zu verbessern. So, und da dachte ich immer, ja, okay, normale Rüstung, da hatte ich gar nicht mehr an die goldene gedacht, dass die noch gibt. Aha, das lädt sich dann so auf. Ja, gut, wir bräuchten entweder Solafit, finde ich irgendwo. Ich kenne ja die eine Stelle, in der auf dem Golfplatz hatten wir welche gefunden in den Zelten. Und dann ein Stückchen weiter rum. Auch nochmal bei den Hütten, bei den Holzhütten, wo es dann einmal nach unten ging, da lagen auch welche rum. Und die liegen auch dort wieder rum, wenn man das Spiel irgendwann mal neu geladen hat, dann erscheinen dort auch die Sachen wieder. Entweder ich hole mir dort doch mal welche, leg die hier rein, oder wir versuchen die andere Höhle zu finden mit der Spitzhacke. Ach jetzt, nee, doch, es ist doch der nächste Tag. Guckt an, die Sonne geht jetzt auf. Okay, dann bin ich wahrscheinlich so zeitig ins Bett gegangen, dass die Sonne gerade so erst irgendwie am Horizont da hinten erschien. Also das da, wo jetzt die Sonne aufgeht, das ist der richtige Osten. Himmelsrichtungstechnisch gesehen. Für mich, wisst ihr ja, ist es Nordwesten. Deswegen hatte ich das vorhin angesprochen mit meinem richtigen Osten, was für mich da hinten wäre, oder mit dem richtigen Osten, was da wäre, wo die Sonne aufgeht. Da bin ich mir halt jetzt nicht sicher, muss ich mal gucken. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein... Kann ich irgendwas ernten? Nee, die sehen eigentlich erntereif aus, aber kann ich nicht mitnehmen. Deswegen brauchen wir da jetzt erstmal wieder einen Gleiter, dass ich mich nochmal umschauen kann. So, na gut, ja, ich denke, wir können auch mal was trinken. Das ganze vergammelte Fleisch, ey. Ja, und mal gucken, ob wir unterwegs ein bisschen was an... Hier hätten wir nochmal 5 Knochenrüstung, eine Mutantenrüstung. Wie viel von unseren selbstgedruckten Pfeilen habe ich denn? 17 sogar noch, okay. Armbrust, ah ja, stimmt, die Armbrust. Darf ich nicht vergessen, auf der 5. Die ist halt auch cool. Ja, okay, dann würde ich sagen, ziehen wir eigentlich direkt los. Ich möchte es nochmal probieren, aber... Bevor da was schief geht. Oh, Kelvin. Sie haben mich gerade erschreckt. Pater. Pater Kelvin. Ja, ja, schon schwierig. Brauchst du Hilfe? Ich schick dir mal die Virginia vorbei, wenn ich sie sehe. Das ist ja auch immer verkehrt rum. Wahrscheinlich habe ich sie einfach theoretisch verkehrt platziert. Die Bank, aber ich kann mich ja von der Seite so rum normal draufsetzen. Aber Kelvin setzt sich immer andersrum drauf. Oh Gott. Oh, nein. Das kannst du wieder keinem erzählen. Verdammt. Warte, ich hab's gleich. Hui. Ja. Ja, könnten schon 100 Meter sein. Oh, ein Fisch. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt da hoch. Also 6 Solafit-Erz brauchen wir noch. Und dann, das ist, ach so, das ist der Startknopf hier oben. Der Schädel. Ah ja. Naja, aber das sieht doch schon mal nach was aus hier. So, und erst wenn das dann vermutlich aufgeladen ist, kommen wir durch die goldene Tür. So. Tja, also dieses, also so sehr hat mich noch nie ein Sonnenaufgang verwirrt wie dieses Mal. Weil die Lichtstimme war exakt gleich, habe ich den Eindruck gehabt. Zu dem Moment, als wir da ins Bett gegangen sind. Deswegen bin ich da vorhin überhaupt nicht drauf klargekommen. Ist jetzt Nacht, ist jetzt Morgen oder...
So, da müssen wir wieder so halb um den Berg rum. Also ja, wir könnten noch mal hochklettern oder ich gehe tatsächlich so halb drum rum. Am Ende denke ich, nimmt sich's vielleicht nicht so viel. Aber werden wir sehen. Also ich lasse auch den Kram jetzt zu Hause, ne? Die goldene Rüstung und das andere Erz, das schleppe ich jetzt nicht nochmal mit. Ich denke, das reicht, wenn ich das da drin lasse. Ich brauche es vermutlich jetzt eh erstmal nicht. Aber wer weiß, vielleicht finden wir, wenn ich einen gleichen anderen Weg gehe, nochmal woanders einen Gleiter, wäre auch schön. Da müssen wir vielleicht gar nicht so weit. Aber gut zu wissen, dann brauche ich dafür schon mal das Erz. Ist das das einzige Mal, dass man das Erz braucht, nur um die Rüstung aufzuladen? Oder bräuchte man, oder, na komm, oder könnte man das später noch für irgendwas anderes gebrauchen? Oder wirklich nur einmal die 12 und dann ist die Sache erledigt. Na komm, hüpft dir mal wieder ein ab. Wir gehen mal hier hoch. Das passt schon. Fände es lustig, wenn hier irgendwo so ein halbes UFO irgendwo im Berg noch drin steckt. Den wollte ich mir sowieso noch mal ein bisschen genauer anschauen. Gerade hinten meine gedachte Ostseite. Da wollte ich noch mal eh hin. Zumindest bergtechnisch, aber wenn ihr sagt, ja, da eventuell da ist dann die, also da hinten, ist dann die andere Höhle noch, die ich bräuchte. Achso, wir hatten sogar noch, glaube ich, einen anderen Bauplan gehabt, oder? Das haben wir gebaut. Ah ja, gut, das Teil, das baue ich nicht. 14 Mutantenrüstung gebe ich dafür sicherlich nicht aus. Und, ach ja, die Scheinwerfer hatten wir noch. Stimmt. Die sehen ganz cool aus, muss ich sagen. Die gefallen mir. Muss man bestimmt an der Batterie anschließen, damit es funktioniert. Aber ist ja kein Ding, da stehen ja irgendwo welche rum. Ich hätte auch wegen der einen Batterie vorhin irgendwo anders eine wegnehmen können, aber das wollte ich dann auch nicht. Wenn die schon mal irgendwie dafür Verwendung gefunden haben und ich die irgendwo angeschlossen habe, möchte ich die jetzt nicht unbedingt dafür abschließen. Also abklemmen. Oh, wir gehen ins Licht. Wir haben es bald geschafft. Nur noch schnell durchs Licht, dann haben wir es durchgespielt. Hoch mit dir. Ah. Achso, ist doch noch weiter, als ich gerade dachte. Ich dachte, Scheiße. Ich dachte, wir sind schon da. Ja, es nimmt sich, glaube ich, nicht. Also nee, bevor ich außen rum gehe hier, gehen wir lieber direkt so drüber. Das ist, denke ich, sinnvoller. Ja, es macht schon einen mega Unterschied, so ein Gleiter. Ich hätte jetzt auch mit dem Einrad nochmal über. Das wäre vielleicht genau gleich schnell gegangen, wenn ich mit dem Einrad Richtung Golfplatz einfach gefahren wäre. Und von da aus ist ja dann auch nicht so weit bis zu dem See. Hat schon eine geniale Aussicht hier drüben. Hier oben meine ich. So, weiter. Kommst du hier hoch? Nee. Na, das zweite Mal. Ich habe gedacht, ich mache das nur einmal vor ein paar Folgen, dass ich mal hier hochkletter. Scheiße. Ist auch nicht die geilste Stelle, aber es funktioniert. Yay. Hätte nichts dagegen, wenn die Entwickler das unterbunden hätten, dass man nicht so steil hochklettern kann. Aber jetzt ist hier auch eine kleine Grenze. Spult ruhig vor, 2, 3, 4 Minuten. Ihr seht ja dann, wann ich drüben angekommen bin oder auch nicht. Wenn wir jetzt natürlich eine Lawine auslösen und die rauscht dann nach unten auf unser Häuschen und Kelvin sonnt sich gerade wieder und denkt sich, na nu, was macht der Schnee auf einmal hier? Na, er könnte genau unser Haus treffen. Ach, er atmet wieder schwer. Jetzt wird ihm auch kalt. Vielleicht schaffen wir es ja, das Spiel durchzuspielen, bevor der Winter kommt. Ich meine, hier oben ist eh immer Winter, aber
Ich glaube, so ein paar wenige Tage hätten wir eventuell sogar noch. Weil Herbst ist ja schon, wenn mich nicht alles täuscht. Die Pilze, die kommen, glaube ich, nur im Herbst raus. Vorher siehst du die ja nicht. Und da ja auch schon einige Tage Herbst sind, na gut, fehlt vielleicht echt nicht mehr viel bis zum Winter. Ja. Na komm, hoch mit dir. Ja, sehr gut. Jetzt wird es kritisch. Ich kann natürlich, wobei es auch schwierig ist, den Seilwerfer hier mal anschmeißen. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Können wir nur testen. Das könnte nach hinten losgehen. Jetzt, wo ich es von hier sehe. Scheiße. Wenn ich direkt hüpfe, geht es vielleicht. Aber hier ist Ende. Naja. Ein paar Meter gut gemacht. Ja, sehr gut. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben es gleich. Hier, Ecken sind immer gut zum Klettern in Spielen. Na komm. Komm. Na komm, ne? Ja. Ausdauer ist wieder weg. Haben auch nur noch, huch, nur noch ein Fitzelchen an Ausdauer. Na, warte mal, dann gehe ich doch nochmal hier runter. Kriegen wir schon noch hin. Ist ja gar kein Problem. Müssen nur nochmal hier hoch. Der rutscht dann automatisch immer ziemlich weit runter. Okay, müssen auch noch ein paar von diesen Seilteilen mithaben. So, jetzt sind wir wieder oben am Gipfel. Und da hinten unten ist der See, zu dem ich will. Und hoffentlich hier ist die Ausrüstung, ne, diese kleine Satellitenschüssel, die haben wir schon mal gesehen. Oh, Klebeband. Cool. Ach, das geht auch. Entschuldigung. So. Der müsste dort sein, der See. Geradezu, mehr oder weniger. Ich hätte gedacht, hier vor dem Felsen hier, da unterhalb müsste der doch eigentlich sein. Huch. Gibt bestimmt irgendwo so ein fettes Easter Egg, was hier in den Bergen versteckt ist. Huch. Achso, hier oben donnert es wieder. Die Donnerkuppel. So, Moment, wir klettern hier nochmal ein Stückchen hoch und dann dürften wir von hier doch theoretisch den See sehen. Ja, da ist der Weg, da rechts ist der See. Okay, cool. Da hinten ist er, genau. So, und ich hoffe so sehr, dass da der Gleiter steht. Wenn nicht, müsst ihr mir mal helfen, wo ich hier mal noch einen finden kann, hier in der Nähe. Das wäre super. Nach unten ist viel einfacher. Das könnte kurz kritisch werden hier. Okay, ging. Da hinten müssen wir hin. Man sieht halt hier oben so wenig.
Sonst hätte ich gesagt, okay, da schlagen Blitze ein, ja. Da waren wir, glaube ich, auch beim letzten Mal noch. Und ich meine auf einen der, naja, ich sag mal, plateauähnlichen Felsen, die ja drüben noch irgendwie so ein bisschen aus der Erde gucken, hätte ich gedacht, dass da auch noch mal irgendwo ein Gleiter rumliegt. Aber das kann auch eine verdrehte Erinnerung sein. Und dem ist gar nicht so. Und dem war auch letztes Jahr nicht so. Aber das kam mir vorhin so in den Sinn, dass ich dachte, ja, da war doch eventuell auch noch einer. So, hier sind die Hütten wieder. Genau, da drüben ist die Eishöhle. Können wir hier noch mal was finden? Eine Nahrung. Oh ja, Munition. Ja, auf jeden Fall. Also die nehme ich natürlich gerne mit. Ah, Dosenfutter. So, da hinten. Da ist die Hütte. Und da, wo die Hütte steht, da stand letztes Jahr, meine ich, keine Hütte, sondern waren da irgendwie zwei, drei Zelte nochmal oder so. Und da war dann auch ein Gleiter. So, hier ist der wieder mit. Räumt das Ding tatsächlich den Schnee weg? Echt? Ich guck mal kurz hier hoch. Hier ist nichts. Nee. Gut. Also ich finde es mittel. Also ich meine, das war beim letzten Mal nicht so heftig, dass du hier oben gar nichts mehr dann gesehen hast. Das war auch schon so, dass das so ein bisschen, naja, durch den Nebel, der hier oben noch so unterwegs ist, oder die Wolken meinetwegen, und die Sonne, dass das dann so ein bisschen mehr blendet. Oder dieser Blumeneffekt. Ja, der ist ganz schön heftig. Und hier dachte ich, stand eigentlich ein Gleiter rum. Ah, Gott. Ach nee, das ist mein Zelt. Verdammt. Scheiße. Ach Mist. Habe ich mich selber verarscht, indem ich hier das letzte Mal das Zelt aufgebaut habe. Ach. Ach, danke. Er hat wieder gefroren. Er hat sich wieder eine neue, eine neue Plane organisiert. Ach, nochmal die Priesterkleidung. Ja, okay. Ja, stimmt. Alles, was so rumliegt, kann man doppelt finden. Stimmt schon. Na gut, okay. Schade, schade, schade. Hier ist doch kein Gleiter. Also eigentlich mit ihm hier. Hui. Okay, schade. Dann könnt ihr mir gerne helfen. Wo hier in der Nähe könnte ich noch einen Gleiter abgreifen? Ich hätte jetzt von mir aus wäre ich jetzt selber noch mal hier geradeaus da wieder Richtung Licht gegangen, in der Hoffnung da noch mal auf so einem Felsvorsprung, die dort oben allerdings relativ, naja, nicht so bergig sind wie hier, sondern relativ gerade. Da hätte ich auch noch eventuell einen Gleiter vermutet oder noch mal dran gedacht, aber ich glaube, letztes Jahr war da vielleicht doch keiner und das war vorher nur Wunschdenken, als ich meinte, ah, mir fällt noch ein anderer Spot ein für einen Gleiter. Schade, na gut, leider kein Gleiter gefunden. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir finden schon nochmal irgendwo einen. Wenn nicht, dann gucken wir hier drüben so nochmal ein bisschen durch die Gegend. Und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.